Wir steigen jetzt aus der Judenvernichtung aus, 2038. Und bis dahin müssen die Arbeitsplätze noch gesichert werden. Alter, Tino, geht es auch so auf den Sack, ständig auf der Straße angesprochen zu werden. Es nervt mich. Es passiert mir jeden Tag. Es ist einfach unangenehm. Ja. Leute, ich weiß, dass das der beste Podcast aller Zeiten ist. Ja? Aber das müsst ihr uns nicht andauernd sagen. Es nervt auch mal irgendwann. Es nervt auch mal. Anerkennung ist wie Schokolade. Ja. Mal ist es schön, aber jeden Tag aufs Butterbrot geschmiert zu bekommen, das ist anstrengend, Leute. Das ist, also wir haben echt einen harten Job hier. Wenn ihr uns auf der Straße seht, einfach euer Maul halten. Nein, Tino ist nämlich gerade sehr glücklich gewesen, dass gestern mal wieder jemand... Nee, warst du gestern? Vor ein paar Tagen irgendwann. Ja, ist halt ständig. Und gestern auch. Und dass da wieder jemand gesagt hat, ey, yo, geil. Oder dass er in der Teestube immer Sondermassage bekommt. Ja, vom netten Kellner dort. Also es passiert mir so alle 3 Wochen einmal vielleicht, dass ich angesprochen werde, auch von Menschen, die ich nicht kenne. Die meinten, jo, ja, du machst doch den Podcast mit Robin und so. Und dann denke ich mir immer, ja, genau. Und das gibt mir immer auch die Kraft, weiterzumachen, weißt du? Yes. Also, Leute. Der Wind unter meinen Flügeln. Das seid ihr. Ja, und für euch ist teilweise der Wind unter den Flügeln, wenn man euren Aussagen Glauben schenken kann, dass uns mit Video und so zu sehen voll toll ist. Deswegen. Aber wir raffen es halt nicht. Also schreibt mal irgendwie in die Kommentare oder uns per Nachricht, was ist so geil daran, dass ihr uns sehen könnt beim Podcast aufnehmen? Und sollen wir es für die Zukunft vielleicht öfter überlegen, dass wir vielleicht zu allen 10. Ausgaben uns einfach filmen dabei. Wir können von mir aus das auch jede Ausgabe machen, theoretisch, aber das rendert halt dann sehr viel länger und es lädt sehr viel länger hoch, so, ja, weil die Datei einfach größer ist. Das würde ich für euch verschmerzen, wenn es wirklich gar nicht geht. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf meinem Sofa, wir haben übrigens, ist das der längste Cold Opener aller Zeiten hier gerade. Wir sitzen ja auf meinem Sofa, ich bin übelst verballert, weil wir gestern bis nachts um 1 irgendwie Skateboard fahren waren. Und ja, Gutino ist heute ausnahmsweise mal frisch. Ja, voll. Und das ist ein Trauerspiel, das will man eigentlich gar nicht sehen. Aber ja, ich dachte halt für draußen, für diese Sondersendung, da ist das ganz geil, weil man halt auch Reaktionen vielleicht mit sieht, so, mit, wenn Leute uns ansprechen, bla. Aber an sich... Ja. Ich weiß nicht, ich dachte, man hört das im Hintergrund und nicht... Dachte ich auch, dass man beim Vögeln oder so, dass man da den Podcast hört, einfach um sich selbst ein bisschen zu erregen und dass man auch die Orgasmusfähigkeit steigert, auf akustische Weise, aber so, wenn es auch optisch braucht, also visuell braucht, um zum Höhepunkt zu kommen, überlegen wir uns vielleicht öfter sowas zu machen, aber nur vielleicht, weil das ist ja mehr so deine Schiene, also du musst ja damit zurechtkommen, dass du das alles schneidest und produzierst. Für mich ist es ja immer recht entspannt, ich komme hier an, bekomme meinen Cocktail und so und meine Massage und fange dann an hier, wenn es losgeht, und du hast ja noch die ganze Vor- und Nacharbeit. Richtig. Muss man mal anerkennen, ja, also ich wurde auch schon oft angesprochen, die meinten, ja, auch geile Thumbnails, gut gemacht, da sage ich immer, nee, die macht immer Robin. Außer einmal. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Leute, da muss ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich so gebrüllt, da muss ich dann so einen Filter drüber legen, dass die Lautstärken so ein bisschen runtergedrosselt werden. Wir, ja, ist recht, die Flucht nach vorne, so ein Hall und so und so ein Donnerblitz und... Ey, ja, das können wir auch mal machen. 130. Folge, wenn uns nichts Besseres einfällt, machen wir einfach mal einen Podcast mit Hall-Effekt. Oder so wie im Radio, so Morgenshows mit übelst krassen Effekten. Guten Morgen, liebe Hörer hier im Sektor. Das spüre ich gerade richtig hart. Ja, wir sind Tinko Anrancher und... Und Räubin Bambusstange. Geil, das sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir erklären euch, was die letzte Woche passiert ist. Wir ordnen das für euch ein. Und machen so ein paar Witzchen vielleicht. Ja, vielleicht. So ein bisschen geschmacklos, ne? So. Ja. Hey, guck mal, Wasser, haha. Es hat ein bisschen geregnet, sagt man. Ja, sagt zumindest da Armin Laschet, sagt das, ja, nur weil es jetzt mal geregnet hat, muss man nicht die Politik umstellen und so. Hat er gesagt, ja. Was sagt er noch so alles für Dummes den ganzen Tag? Ja, Laschet, also ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht mehr sehen, ey. Und der ist noch nicht mal im Amt. Also als er eingeführt wurde als Kanzlerkandidat, dachte ich noch so, okay,
so ein gemäßigter, gelangweilter Typ. Es war ja Merkel irgendwie auch zum Amtsantritt so. Keiner hat sie Typ so, vor allem Typ. Keiner hat sie eingeschätzt so in dem Format einer Kanzlerin. Vielleicht macht sich ja der Armin noch. Aber jetzt im Vorfeld hat er so viel Blödsinn erzählt. Ich finde, der ist halt einfach so ein komischer Gartenzwerg, Mann. Das ist sowieso, ich weiß es nicht. Ja, aber auch seine inkompetenten Aussagen, also zu allen Thematiken irgendwie, dass er auch mal gesagt hat, da gibt der AfD nie recht, aber an dem Punkt gibt er der AfD recht und er schmückt sich mit fremden Federn und sagt dann, ja, dank mir ist das vorangekommen, obwohl das auch die Vorgängerregierung gemacht hat und so weiter. Also er ist halt einfach nur ein Laberer so und ich glaube nicht, dass er anpacken kann. Ja. Ich traue es ihm einfach nicht zu. Ja, ja. Und ich wünsche, dass er noch zur Besinnung kommt und einsieht, dass er es nicht macht, dass die CDU durch ihn massenweise abstürzen wird, denke ich zumindest. Also man kann nach Merkel nicht Laschet aufstellen. Hm. Weil Merkel war ja so eine, auf die sich viele einigen konnten. Also Merkel war einfach noch ein Mann mit Format. Hm. Und ich weiß nicht, es gibt sogar bei den Linken, bei den Grünen Leute, die Merkel gut finden, so. Hm. Und das gab es selten in der Geschichte von Kanzlerschaften. Und deswegen glaube ich nicht, dass Armin Laschet der Nachfolger ist, der würdige Nachfolger für ihn ist. Außer, wenn die Grünen jetzt in die Verantwortung kommen, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, dann macht es wieder Sinn zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal einen ganz schwachen Kandidaten, den Laschet, um den Grünen so ein bisschen Aufwind zu gewähren. Dann macht es wieder Sinn. Ich finde es alles scheiße. Es sieht nicht rosig aus. Was auch nicht rosig aussieht, ist Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aktuell. Ja. Da gibt es gerade massig Hochwasser und ganz starke Regenfälle und Dämme, die eingebrochen sind. Ganze Dörfer und Stadtteile sind verwüstet, also ausgelöscht worden quasi. Mhm. Es gibt auch zahlreiche Tote. Ich habe jetzt so von 100 gelesen ungefähr, ein bisschen mehr wahrscheinlich noch, aktuell zumindest. Tausende Vermisste. Und es wird noch richtig also heikel werden, was dann noch auch was man dann sehen wird, wenn es alles weg ist. Weißt, wenn das Wasser weg ist, dann wird man die richtigen Schäden alle dann begutachten können. Mhm. Und die Toten noch aufsammeln, die ja nicht weggespült worden sind. Rheinland-Pfalz, Gott erhalts. Wo ist euer Gott jetzt, Leute? Hä? Christen, hä? Ihr CDU-Wähler. Hä? Wo ist er? So kann man es auch sehen. Und wenn man mal betrachtet, ja, wir haben jetzt gerade eine Pandemie von einem fucking Virus, der ständig mutiert. Wir haben jetzt hier Hochwasser in Deutschland, was ja jetzt nicht so gang und gäbe war. Das wirkt ein bisschen wie eine Apokalypse. Ja, immer noch ein bisschen langweilige Apokalypse, wenn man das mit Actionfilmen vergleicht. Aber ja, vielleicht begreifen die Menschen nach und nach mal, dass das gar nicht so geil ist, vor allem für Skateboardfahren, wenn es immer extremeres Wetter gibt. Ja, auf dem Wasser ist Skateboardfahren eher schwierig. Ja, ich meine, wir hatten auch einen extrem, plötzlich, ich weiß nicht, ob es Februar war, ich glaube Februar, übelst harten Winter. So aus dem Nichts. Das war ja genauso in Madrid, wo es irgendwie nie schneit und auf einmal irgendwie 5 Meter Schnee. Und ja, gab es auch so ein. Die Tagesschau hat auf Instagram, habe ich gesehen, hat so Erklärvideos gemacht, dass auch durch Klimawandel halt einfach sowas passiert oder häufiger passiert, extremere Wetter. Genau. Durch langsamere Hochs und Tiefs, die sich hin und her zirkulieren. Und ja, jetzt denken alle, jo, geil, cool, Hochwasser, filme ich erstmal für Social Media. Da habe ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Es ist natürlich extrem, ja. Es ist auch, weil es ist ja Deutschland, ne? Deswegen hier, wir hatten es, die Bild-Zeitung, da ist Wasser und 100 Deutsche waren auch dabei. Kann die Bild-Zeitung endlich mal hervorheben, dass auch Deutsche betroffen sind. Und das ist schon ordentlich, auch wenn ich mich drüber lustig gemacht habe, dass die Leute jetzt halt Wasser filmen. Das Internet war voll von Wasser. Es gab ja auch so, naja, ich sag mal witzige Vergleiche zur Corona-Pandemie. Sind die Menschen jetzt an oder mit Wasser gestorben? Oder an Wasser sind schon immer Menschen gestorben. Das nennt man aber Ertrinken. Jetzt machen sie auf einmal hier eine Riesenwelle. Und so. Und das ist zwar sehr makaber, aber bringt es ein bisschen auf den Punkt, dass ja so offensichtliche Katastrophen von einzelnen Leuten, die halt nicht betroffen sind, weggeleugnet werden. Aber Menschen, die halt vor Ort sind oder die betroffen sind, die finden es halt gar nicht witzig und die erleben halt oder spüren hautnah, wie krass die Auswirkungen sind. Ja, du musst es halt wirklich sehen. Corona siehst du halt nicht, ne? Ja. Außer wenn du vielleicht mal in der Hochzeit auf der Intensivstation bist oder so. Aber da kannst du halt immer noch sagen, oh, die haben was ganz anderes, die wurden geimpft, deswegen liegen hier. Ach, schon vor der Impfung lagen doch 1000 Leute da auf den Intensivstationen. Ja. Also es ist alles Käse. Und ich habe auch mit einem Bekannten von früher, der inzwischen auch abgedrehter
Verschwörungstheoretiker ist, hat mir auch geschrieben, mich auch gefragt, bist du jetzt auch geimpft, Tino? Sage ich ja, ich habe jetzt meine Impfung bekommen, habe meinen vollen Impfschutz. Ah, es tut mir leid für dich so. Es war schön, dich gekannt zu haben und so weiter. Und dass ich ja in den nächsten 2 Jahren sterben werde an der Impfung und so weiter. Das war schon sehr traurig. Also gerade ihn, weil ich halt ihn echt gut fand und er ja einer meiner ersten künstlerischen Weggefährten war. Aber keiner ist halt gefeit davor. Und auch wenn man glaubt, Menschen sind irgendwie intelligent und reflektiert, auch die haben Potenzial zum Durchdrehen. Negativen Durchdrehen. Ja, also es gab auf jeden Fall ein paar Highlights. Es gab so Vergleichsbilder vorher, nachher, wie so ein ganzer Hang abgerutscht ist, komplett. Also, als ich das gesehen habe, habe ich dann auch, ich dachte halt so, ja, gut, Hochwasser, ne, ist halt Hochwasser, aber dass da wirklich auch so krass Erdrutsche sind und so, das heißt, es ist schon richtig hohes Wasser. Ja, Ja, auch ganze Häuser also, weggespült werden. Ja, ich habe auch Videos gesehen, wo so ein ja. ganzes Haus wegtransportiert wurde von Es dem wurde Wasser. immer extremer, so, die Tage gingen dahin und irgendwie hat man immer heftigere Videos gesehen. Ja. Es hat angefangen mit so einem Typen, der halt irgendwie mit dem Motorrad oder neben dem Moped durch so einen kleinen Fluss, also einen neuen Fluss, der da entstanden ist, durchlaufen wollte. Alle Leute so, guck mal, der ist ja dumm, Film halt so, guck mal, der ist ja dumm, der ist ja dumm. Oh, und dann rutscht er weg und flussabwärts, ciao. Hat keiner vorher mal gerufen, ey, Kollege, das ist dumm. Da ist mehr Kraft in dem Wasser, als du denkst. Ja, prinzipiell finde ich es eigentlich ganz gut, dass viel gefilmt wird, aber man muss mal gucken, kann man jetzt irgendwie mehr helfen oder kann man eh nichts anderes machen, als es zu Ja, dokumentieren? mit hinterher springen muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Nein, nein, also wenn du dich Obwohl selber in ich Gefahr bin mir bringst. sicher, wenn ein Hund da reingegangen wäre, da wäre aber bestimmt jemand hinterher Oder so ein gesprungen. Kätzchen, weißt du, so Ja. ein kleines Kätzchen. Na, bei einer Katze, ich weiß nicht. Ich denke schon. Ich nicht. Und es gab auch viele Beim spannende. Rausfischen kriege ich einen allergischen Anfall. Katzen sind toll. Ich habe mich auch extra frisch angezogen mit neuen Klamotten, weil ich jetzt auch 2 Kätzchen habe und ich auch Oh. Katzen-Content auf Instagram hochlade und es die Menschen lieben. Ich bekomme selten so viele Reaktionen auf meine Stories, aber seit ich Katzen habe, Wahnsinn, voll der Magnet. Vielleicht sollte ich meine Videos nicht mehr selber machen, sondern Katzen als Schauspieler Ja. casten. Ja, so Prank-Katzen, weißt du? Ja. Kommen die so aus dem Gebüsch rausgesprungen oder da machst du wie Cats in Real Life und da kommt halt so eine dicke Und dann filme Katze. ich einfach nur eine Katze. Ja, genau. Das ist ein Wäre viraler Hit, Alter. ja wieder witzig. Ja, Ja. dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Musiker, der dann daneben steht mit Klavier und dann Cats spielt, so Memories. Fände ich witzig. Ja. Aber die Reaktionen waren sehr, sehr spannend auch. Also natürlich die AfD ganz vorne, natürlich. Die. Wasser gibt's nicht. Das haben die Flüchtlinge ins Land gebracht, die Assis. Ja, so vom Niveau das Gleiche. Also sie machen sich zu einem sehr lustig über diese ganzen, über Fridays for Future, ha, ja, es gab schon immer irgendwie solche Wetterkatastrophen und das ist halt jetzt mal Zufall Die sollen alle einfach nur ihr Scheißmaul halten, Alter. und Weidel hat mal wieder gepostet, aus Respekt vor den Opfern verbietet sich besonders jetzt jede Vereinnahmung dieser Katastrophe für die Klimapropaganda. Das weiß ich nicht, das ist so ironisch, weil sie jeden fucking Anschlag von irgendwem und jeden, weiß ich nicht, jede Straftat von Flüchtlingen instrumentalisieren. Du meinst, auf der politisch rechten Seite gibt es eine Doppelmoral? Das kann ich mir gar Ich nicht habe den leisen vorstellen. Verdacht, ich habe den ganz, ganz leisen Verdacht. Das muss ich mal beobachten. Das glaube Mindestens ich gar nicht. Trippelmoral. Aber noch weiter sind die Verschwörungstheoretiker der Querdenker, denn die wird dann eine große Verschwörung. Und Hildmann hat geschrieben, dass es eine militärische Operation wäre, mit dem Ziel Hungersnot, Ernteausfall, Chaos, damit wir verwirrt werden und das Land neu. Das ist eine militärische Operation. Da kam so ein Panzer angefahren, hat so einen Hydranten aufgeschraubt und Genau, einfach laufen lassen. genau. Die Schweine, Alter. Was fällt denen ein? Meine Vermutung ist ja, dass ein Flüchtling in Suhl hat die Dusche einfach laufen lassen. Nein, die Ja. sind übers Mittelmeer hergeschippert und haben das Mittelmeer gleich mitgebracht. Die Assis, Alter. Ja, weil die nicht mehr gerettet werden im Mittelmeer. Einfach das Wasser mitbringen und Ja, dann da wisst das. ihr mal, wie es ist, ihr Allmanns. Die Deutschen werden nämlich gerettet, deswegen haben sie sich gedacht, einfach tarnen als Deutsche und rüberschippern nach Nordrhein-Westfalen. Das wäre schon witzig, Alter. Kann man bitte einfach mal in diese. Kann jemand da irgendwie, der das jetzt zuhört und das kann, einfach mal so, ja nicht Photoshop, aber halt per Video in so ein Video von so einer Katastrophe, wo da so ein Haus lang schippert, irgendwie weggespült wird, einfach noch so ein Flüchtlingsboot durchlaufen lassen. Und noch von Pegida diese Skandierungen, absaufen, absaufen, Stimmt. um dem mal zu zeigen, was es für einen Effekt hat. Ja.
wenn es Allmanns betrifft und Allnettes betrifft, dann ist es was ganz Schlimmes. Aber wenn so ein schwarzer Afrikaner hier absäuft, ist es selber schuld. Abenteuer. Na, weil oder? Die in Afrika ja so wenig Wasser haben, die sind ja dankbar. Stimmt. Und es gab noch von der AfD Nordrhein-Westfalen so ein Fake-Bild, was sie gepostet haben, mit so einem Wasserstand quasi, um zu zeigen, ja, hier gab es schon 1853 oder so eine höhere Flut. Deswegen kann das jetzt hier gar nicht so schlimm sein, was hier gerade passiert. Ich habe mir auch schon mal den Arm gebrochen, deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn ich mir jetzt das Bein breche. Das war gar nicht das Ding. Das Ding war, dass dieses Bild aus der Schweiz kam, nicht aus Nordrhein-Westfalen. Ah. Also selbst wenn es halt eine echte Katastrophe gibt schon im Land, auch noch trotzdem noch auf Fake-Bilder zurückgreifen zu müssen aus dem Ausland, ja, finde ich, ist schon sehr armselig. Und spätestens durch die Google-Rückwärtssuche kann man sofort erkennen, wo so ein Bild eigentlich herkommt. Ja. Dumm gelaufen. Geil. Da haben die AfD-Leute sich das Ausland zunutze gemacht. Ja. How ironic. Wie ironisch. Cool. Ja, also es gab auf jeden Fall gute Bilder, aber das habt ihr alle mitbekommen. Es war wirklich das Thema der Woche. Also da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht, wie wenn irgendwann ein Anschlag ist, ich dann das Video beschreibe, damit die Leute sich das nicht angucken müssen. Ihr seht viel Wasser, ja, kaputte Häuser und Boote und Autos und... Aber jetzt ohne Spaß nochmal, ja. Das nochmal hervorgehoben. Weil man sieht die Bilder und denkt sich so hart, ja. Aber wenn man sich wirklich mal reinversetzt, du gehst nach Hause und da ist kein Nachhause mehr. Das ist halt einfach komplett weg. Ja. Und du konntest nichts retten, Alter. Deine ganzen Daten auf deinem PC sind alle weg. Ja? Das ist das Schlimmste. Ja? Die ganzen Pornos und so. Scheiße. Nee, aber weißt du, ein Kühlschrank oder so, das kann man ja alles neu kaufen. Aber persönliche Daten, was weiß ich. Joghurt war noch bis morgen haltbar. Ja, oder Fotoalben, was weiß ich, die sind alle weg. Ja, das stimmt. Das ist alles weg. Familienfotos. Das kann dir keine Versicherung der Welt zurückgeben. Das stimmt. Das ist halt echt fucking insane, Mann. Zeugnisse und so. Also das sind ja auch wirklich Zeugnisse wäre das Letzte, an was ich denke, aber ja. Ja, gut. Aber wenn du dir vorstellst, es gibt Menschen, die einfach so Jahrzehnte ihre Häuser bauen, weißt du, und Kredite aufnehmen, dann kommt eine fucking Flut und macht alles so kaputt, das ist schon richtig ärgerlich. Jetzt stell dir mal vor, du baust Papphäuser und hast das in einem Gebiet, wo es andauernd Tornados gibt. Ja. Wie clever das ist. Stimmt. Ja, die sind halt gebrannte Kinder, ne? Die wissen, alle 3 Jahre wird ihr Haus irgendwie zerstört, da machen sie gleich eins aus Pappe oder aus Holz. Ja. Wie das die ist einfach die logische Schweinchen. Konsequenz. Ja. Ja, also schlimm. Also ich finde es, also ich kenne jetzt keinen persönlich, der jetzt irgendwie, glaube ich, da zu leiden hatte. Aber was kann man dazu sagen? Ich kenne jemanden. Echt? Solfeng. Der hat bis zu den Waden im Wasser gestanden in so einer Instagram-Story. Das ist ja scheiße, weil ich bei dem nämlich pinnen will nächstes Jahr, wenn mein Chemical Romance Konzert in Bonn ist. Ich hoffe, er holt sich bis dahin. Ja, ich hoffe auch. Und dass seine Wohnung bleibt oder sein Haus, keine Ahnung, was er hat. Ja, eine sehr, sehr, sehr warme Wohnung. Oh, schön. Muss ich nicht frieren. Es ist echt sehr, sehr heiß, also Solfeng, ganz ehrlich. Was dann Solfeng auch ein bisschen liegt, weil er auch so heiß ist. Sagen wir mal, ja. Okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Dachgeschoss ist und ekelhaft. Es gab auch noch so lustige TV-Bilder, wo dann so irgendwelche Bildreporter, die halt 24/7 da durchgestreamt haben, nicht mehr wussten, was sie sagen sollten. So, wir sehen hier Wasser. Es war auch so, ja, es läuft jetzt quasi Richtung Bonn. Ja, das ist alles, was ich dazu jetzt sagen kann und so. Also es waren schon sehr lustige Aufnahmen in sehr unlustigen Zeiten. Ja, was aber noch mehr lustig war, war das Ergebnis der EM, Tino. Denn das war irgendwie auch diese Woche noch. Hätte echt? Ich gar nicht gedacht. Aber ich glaube irgendwie, vielleicht war es noch am Wochenende, am Sonntag oder so. Bella ciao. Ja. Die Italiener haben gewonnen. It's coming Rome. Ja. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ich freue mich erst recht, weil wir haben noch bei dem einen Halbfinale oder so noch am Teeplatz gechillt, wo dann die Italiener in dem Restaurant übelst gefeiert haben, nach dem Sieg so mit den Fahnen rumgerannt sind. Ja, sind sich in die Arme gesprungen, haben sich geküsst und getanzt. Und ich dachte, das ist die coole Seite am Fußball, weißt du, dass man sich in den Armen liegt und so mitfiebert und sich freut. Aber man muss sagen, dass der Sieg der Italiener irgendwie
sehr in den Schatten gestellt worden ist durch die ganzen Skandale, die damit geführt worden sind. Also beginnt natürlich von dem Menschen, der diesen Anfall hatte, der umgefallen ist und fast zu Tode gekommen ist. Aber auch die Rassismusskandale, als war das England, die verschossen haben. Ja. Und es waren halt irgendwie zwei, drei schwarze Spieler und die haben halt irgendwie das Elfmeter jetzt nicht so toll gemacht. Das war halt ein Versagen auf ganzer Linie vom Trainer, denn der Saka, der letzte Schuss quasi, das war ein Farbiger und der ist quasi da aufs Schlachtfeld geschickt worden mit seinen 19 Jahren im fucking EM-Finale, den letzten Schuss zu machen im Elfmeter. Was das für ein endloser Druck sein muss. Ja. Und ja, dann verschießt er natürlich und alle denken sich natürlich, oh ja, der Assi, der hat's verkackt, aber im Endeffekt hat der Trainer die Entscheidung getroffen, ihn dahinzustellen, so. Wenn er getroffen hätte, weißt du, ja, einer von uns, Engländer, so, Ja. wuhu, cool. Aber sobald halt, also das ist gerade der Druck für viele Menschen, die halt irgendwie emigriert sind in so ein Land. Wenn sie alles richtig machen, sind sie halt unsere Freunde und sind total stark, einer von uns. Aber sobald sie halt einen Fehler machen, werden sie halt total sofort exkludiert und werden als Affen beschimpft und als sonst was. Das finde ich halt lächerlich. Man kann sagen, ich habe mir auch von einem befreundeten Fußballexperten sagen lassen, dass das Tor oder der Schuss echt scheiße war. Das war einfach nicht gut, was er gemacht hat, aber es hat ja mit seiner Herkunft nichts zu tun, mit der Hautfarbe. Da soll dein Freund sich mal hinstellen mit den Augen von 40 Ja, das Milliarden auch. Leuten auf sich im fucking Finale den letzten Schuss machen. Das kann man immer sagen, ja. Also auch wenn die mal gesagt haben bei DSDS, dass Bohlen ja auch nicht singen könnte. Ja, das ist was Aber anderes. ich finde, man kann trotzdem eine Meinung haben, auch wenn man jetzt selber nicht gut kann. Man sollte keinen verurteilen dafür, so, oder jemanden fertig machen. Aber man kann schon sagen, wie Rainer Kallmund zum Beispiel, der ist ja auch so ein kugelrunder Fußballexperte und Manager, der hat schon Ahnung davon und der weiß halt, was ein guter Schuss ist und wie man so ein Spiel auch gewinnen kann. Aber er selbst Ja, der würde wo Tore halt. schießt. Ja. Der Rainer, Alter, mit seiner Expertise. Einfach den Ball treffen. Nee, aber trotzdem kann er halt auch keine 3 Meter rennen und den Ball treten. Ja. Naja, das Highlight dieser ganzen Episode war ja weniger das tatsächliche Finale, obwohl alle ja gegen England waren und dann belohnt worden mit ihrem Hass. Das Highlight war ja hinterher zu sehen, wie die verschiedenen Nationen feiern. Ich habe da so einen schönen Vergleich gepostet in der Oase. Auf der einen Seite haben wir die Italiener, die hupend mit blanken Hupen durch die Stadt fahren. Also so eine sehr kurvige Dame, ja, die da sich feiern lässt und aus dem Auto so auf dem Fensterbrett sitzt. Fensterbrett, Alter. Fensterbrett vom Auto sitzt und feiert, nur im knappen Höschen. Und dem entgegen, ja, haben wir die Engländer, die feiern, indem sie drei Ärsche übereinander stapeln, Oh ja, das ein Video. Oh. Gesicht darunter platzieren und dann Bier durch die Kimmen der Ärsche in den Mund des vierten am Boden reinlaufen Weißt du, lassen. Humorgeist wieder, ja, hier Schwuchtel und so, wenn sie Ja. zwei Männer Händchen halten irgendwo sehen und dann machen die halt sowas. Das ist wirklich das Schwulste, was ich je gesehen habe. Also, das ist Hast du mich großartig. dann nicht noch verlinkt bei der Nachricht Ja. irgendwie, wie meine Einschätzung ist, wie schwul das ist? Ja. Und ich so, yo, 100% schwul. Alter, ey, vor allem, die sind da den ganzen Tag unterwegs, Alter. In der brütenden Hitze, am Feiern und am Saufen. Aber auch Diese räudigen Kim dann, oh. ja, und auch diese behaarten Kim, weißt du, und die noch kacken waren vielleicht so vorher und Ja, oh. Und es war aber ein wunderschöner Vergleich, einfach die temperamentvollen ja. Italiener und die, ja, was auch immer das sein soll aus England. Schön. Das war ja auch mal so ein Zusammenschnitt von Trump und Obama, als Obama den Tod von Bin Laden verkündet hat und Trump von auch einem Anhänger den Tod Ja, verkündet ja, hat. ja. Und Obama so ganz respektvoll, wir haben ihn irgendwie eliminiert und er ist keine Gefahr mehr. Dann Schnitt zu Trump, er starb wie ein Hund. Ja. Lächerlich. He died like a dog. Ja, und er hat das auch so formuliert, als hätte er selber, also, Genau. I managed to kill him oder irgendwie sowas. Ich werde dafür keine Anerkennung bekommen, wie immer, aber ist auch nicht so schlimm. Ja. Ich habe übrigens ein Buch geschrieben zu dem Ja, Thema, also lächerlich. großartig. Ja. Ja, das auf jeden Fall zur EM. Ich weiß nicht, ob sonst noch was. Ach doch, ja, also das sollte man auch nochmal hervorheben, dass irgendwie die EM halt übelst viele Spiele hatte, die wirklich im Elfmeter ausgegangen sind und das Finale ja auch, was ja eigentlich gar nicht so wahrscheinlich ist, dass es Gleichstand gibt. Und dann halt im Finale
Sehr geil. Also für Fußballfans sehr geil. Gut, wir sind keine Fußballfans. Nicht Wir sind wirklich. eher Fans von Brennpunkt Hörerwünschen. Ja, ihr könnt gerne welche Es gibt schon kaufen. wieder einen. Dann müssen wir jetzt noch Ja, zwei machen. ja. Okay, wir haben zwei in der Pipeline. Sorry, es war jetzt viel los, so. Aber wir kriegen das hin. Aber ich glaube, also das wird der schwerste Podcast aller Zeiten. Das Thema ist alles, was geil ist an Bayern. Oh nein. Oh, was? Ja, ne? Schwierig. Fällt mir gar nichts ein. Ja. So spontan. Doch, eine Band, die ich gut finde aus München, die ich mal live gesehen habe. Aber sonst? Aber ich glaube, die sind nicht wegen Bayern gut, sondern trotz Trotz Bayern. Bayern, ja. Oh fuck, er hat uns das eingebrockt. Das war der Jochen, der hat nämlich in der Oh. Oase etwas Bayern-Bashing erlebt und hat dann weinenden Auges einen Hörerwunsch bestellt, Oh um sich zu rächen. nein, das. Wir müssen wieder drunter leiten, weil ich habe nicht Ja. einmal was gesagt zum Thema Bayern, weil es Beschreib mir mal, was egal gut ist. ist an Bayern, ohne das Wort Alkohol zu verwenden. Oh, mir ist Bayern so egal. Aber das dann im Hörerwunsch dann, Ja. aber oh Gott. Nee, nee, also ich werde da schon tiefe Recherche machen. Ja, ich auch, ich auch. Das wird bestimmt der Schweiz-Podcast 2.0. Bereisen Sie niemals die Schweiz und Bayern. Ja. Was man auch nicht hätte machen sollen, ist der Skandal für mich der Woche. Okay. Stefanie Hertel. Diese Frau ist ein Skandal. Stefanie fucking Ich Hertel, weiß die nicht, wer das ist. Ist das Vo diese Sängerin von TV Total? nee, Volksmusikerin und Schlagersängerin Stefanie Hertel. Früher zusammen mit Stefan Ross, dem Trompeter und Sänger und Moderator. Es gab jetzt eine Show, so Best of 80er, Best of Hitparade und so. Und da haben halt Schlager- und VolksmusikkünstlerInnen so 80er-Jahre-Musik gecovert und Künstler gecovert. Und Stefanie Hertel hat von Falco Rock Me Amadeus gesungen. Und es gab einen riesigen Shitstorm. Also Echt? auch in den Nachrichten war Nur das nicht nur für dich, sondern für für alle. alle. Also es gab auch auf Twitter sogar einen Hashtag, der so viral ging. Und wo alle geschrieben haben, das ist doch Leichenschänderei und wieso muss die Alte das jetzt singen und so, furchtbare Version. Auch das Instrumental war so furchtbar, ganz billig gemacht, wie so eine Karaoke-Version so, mit so MIDI-Instrumenten so gefühlt. Und ich habe das erstmal nur gelesen, dass es furchtbar war und dass sogar so Magazine das aufgegriffen haben, dass Fans sich beschwert haben. Und ich habe es mir angehört und Geil. es war nicht gut. Also es war schon irgendwie so austauschbar, aber sie singt schon ganz okay. Also ich fand die Strophen, wo sie jetzt rappt, irgendwie langweilig, weil sie keinen Flow hat, so wie Falco hatte. Aber so, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass sie auch singen kann. Weil so Schlager-Songs sind ja meistens eher so sehr seicht und so, lieb mich nochmal. Und Scheiße. Aber das, da, also Amadeus, gerade diesen Chor und so und die Background-Gesänge, die sie auch mitgesungen hat, klangen ziemlich gut. Also technisch gesehen okay. Aber es war künstlerisch nicht wertvoll und ich empfehle es nicht zu hören. Ich habe es für euch mir angehört, Hast es bereut, ja. ich Du habe es kriegst jetzt bereut ein nicht mehr bisschen. rausgelöscht aus deinem Gedächtnis. Niemals. Es gab schon einige Coverversionen von Falco, ja, die ganz, ganz furchtbar waren. Xavier Naidoo hat es gemacht und Ray Garvey und so. Also, es gibt vielleicht auf der Welt für mich so drei Falco-Cover, die gut waren und der Rest ist alles scheiße. Ja, vielleicht sollte man auch einfach aufhören, Falco zu covern, Naja, das weil ist. der so scheiße ist. Hä? Also, das Ding ist, ich verstehe die Fans, die halt irgendwie sagen, das geht gar nicht und lass die Songs in Ruhe, die sind auch so schon gut. Aber auf der anderen Seite würde kein Mensch sich um die Musik kümmern und würde ihn keiner covern, gäbe es auch wieder Beschwerden, weißt du? Warum covert nicht mal jemand Falco und so? So tolle Songs, die sind es doch wert, aufgemischt zu werden. Ja, also was ist denn das für eine elitäre Scheiße, wenn du sagst, diesen Künstler darfst du nicht covern? Das ist doch dumm. Es ist Dann schon hätten die die schwierig. Songs selber geschrieben. Ja, also ich finde es immer schön, wenn ich lese, es gibt ein Falco-Cover, so, es gab immer ein ganzes Album von Rap-Künstlern aus Deutschland, so Alias und Sido, die das gemacht haben. Aber meistens ist es scheiße. Aber wenn von 10 Songs einer gut ist, dann freue ich mich schon. Vielleicht liegt es ja wirklich am Original. Alter, jetzt hat sich dieses Video wieder Oh, i. abgespielt. Jetzt kann ich es eigentlich Ja, auch mal so, das rauslöschen. ist deine Meinung zu Falco hier. Das ist Drei so. Ärsche. Nee, weißt du, pass auf. Falco ist das Bier, was oben in den ersten Arsch reingekippt wurde. Und dann durch die ganzen Cover kommt es Und eine unten. Stefanie Hertel, Unten die ist das dann trinkt. Oh shit. ja, genau. So, jetzt habe ich es mal Und du hast rausgelöscht. keine Ahnung von Falco. So. Oh, fuck.
Ja, also ich habe hier auf jeden Fall noch richtig gute Amerika-News. Ja, hau raus. Also es gab da auch ein paar positive. Es gibt jetzt den ersten Bundesstaat, der irgendwie das Essen für Kinder kostenlos macht und so, also in der Schule. Das sind alles ganz tolle Sachen. Aber in Texas und Tennessee, das ist einfach alles ein bisschen retarded. In Tennessee wurde jetzt die komplette Möglichkeit gestoppt, Kinder zu impfen. Ja. Weil es von der Grand Old Party mal wieder, ja, die Republikaner haben mal wieder Druck gemacht. Ein Impfverbot. Ein komplettes Impfverbot. Genau. Und Oh, die ja, also das Verbotsparteien. ist halt ein Leak gewesen quasi. Das ist rausgekommen. Und ja, also im Zuge der Impfverweigerung für Covid hieß es auch, hey, warum impfen wir denn Kinder komplett eigentlich? Und das ist halt schon. Ach, auch andere Impfungen sind jetzt verboten für Kinder, also Naja. auch Tetanus und Na, es gibt ja nicht mal eine Hepatitis. Corona-Impfung für Kinder bis jetzt. Naja, So. also es gibt Impfungen für Erwachsene, die auch für Kinder wohl anschlagen sollen, aber noch sind die Ergebnisse oder die Erkenntnisse noch zu dünn, um es eindeutig sagen zu können. So ist mein Wissensstand zumindest. Aber meine Güte, es gibt so viele Krankheiten, also man kann es ja gegen Masern impfen lassen, gegen Hepatitis, Tetanus und es ist furchtbar wichtig. Also ich Ja. meine, wir Menschen werden nicht umsonst inzwischen auch ziemlich alt, im Gegensatz zu früher, weißt Ja. du? Kinderlähmung und so ein Scheiß. Meine Tetanus-Impfung ist auch mal wieder fällig. Also wenn ich dann hier, ich habe ja jetzt am Montag meinen zweiten Shot bekommen. Ich glaube, zwischen den Impfungen müssen ein paar Wochen sein, irgendwie zwei, drei. Aber da werde ich mal meine Tetanus-Impfung angehen, weil irgendwie so einen Tod sehe ich für mich nicht, ganz ehrlich. Das ist mir zu Das ist lame, wenn ich eklig, ja. mal irgendwo schneiden an einem kleinen Ästchen und auf einmal tot. Das ist doch Kacke. Gerade du, der hier voller Narben ist, ja auch am Arm gerade, hier, wo du gestürzt bist, da, Ja. das ist für dich schon relevant. Hier, guck dir das mal an. Oh, ja. Alles Tetanus. Ja, eklig. Tetanüsse. Das ist kein schöner Tod, Tetanus. Ja. Tinnitus, Tetanus. Ja, und Frankreich hat jetzt auch die Impfpflicht eingeführt für Personal im Gesundheitswesen. Nachdem Russland ja auch schon vorausgeschritten ist, jetzt auch Frankreich. Und ich finde es gut. Tatsächlich. Also ich finde, ja, also natürlich kann man Pflichten und Verbote immer kritisch betrachten, aber wenn man irgendwie wissenschaftlich sich einig ist und der Nutzen viel größer ist, kann man durchaus sagen, hier einfach um unsere Menschheit zu schützen und auch die Wirtschaft letztendlich auch wieder irgendwie zu retten, was ja allen immer so wichtig ist, dann kann man, sollte man diesen scheiß Virus endlich mal aufhalten und die Verbreitung. Und wenn da die Impfung das größte Mittel ist, dann ist es halt so und dann sollte man es, finde ich, auch verpflichtend machen. Weil ich will nicht irgendwie an Ja. Corona sterben, nur weil hier die Erika Barbara hier von der Waldorfschule Angst hat, irgendwie, dass ihr Kind Super-AIDS-Krebs Ja. kriegt. So. Ja, also wir hatten das Thema ja schon. Ich bin ja da auch nicht Autismus. abgeneigt, aber die Frage ist halt, wie hart wird es bestraft, wenn du dich trotzdem weigerst? Und das muss für mich irgendwie im Verhältnis Todesstrafe. sein. Genau, mindestens. Todespritze. Ha, Also, ja. Todespritze. Ja, du hast die Wahl, Corona oder Todesspritze. Damit du So. noch am Ende diese Ironie Also. erfassen, weißt du, du kriegst eine Spritze so oder so. Stimmt. Meine Meinung. Geil. Nein, ich bin gegen die Todesstrafe und ich bin eigentlich auch gegen Verbote, gegen Pflichten in vielen Dingen, aber da finde ich es irgendwie sinnvoll. Einfach weil es eine fucking Pandemie ist. Oh, sorry, Leute, ich bin heute ausnahmsweise mal müde. Nein. Aber Tino kann das sehr gut kompensieren mit seiner Art heute. Energie heute. Woo! Wow! Also ich war mit diesem Amerika-Ding noch gar nicht fertig, denn Mach die weiter. Top-News auf Reddit auch, so Nachrichten, die so richtig viral ging, war, dass es geleakte Kremlin-Dokumente gibt, die revealen, dass Putin wohl den Herrn Trump geblackmailt hat, also dass der irgendwas hat, was nicht rauskommen sollte und deswegen dieser Plan auch hier, ich kontrolliere dich und wir machen dich als Präsident. Aber ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die hat man jetzt irgendwie auch schon 200 Mal gehört. Ich will halt irgendwie, dass das in irgendeiner Form Konsequenzen hat oder unumstößliche Beweise, weil sonst ist das auch nur wieder Gelaber. Aber dass da was ist, ja, also Trump ist irgendwie ein Typ, der mit Epstein irgendwie am Rumdiddeln war, der irgendwie in der Hochzeit in Russland war, das irgendwie dafür bekannt ist, dass es Diplomaten einlädt, mit irgendwie Minderjährigen schlafen lässt und hinterher irgendwie Material für die Erpressung gesammelt hat. Also,
Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Trump irgendeine Scheiße mal in Russland gemacht hat und das irgendwie. Auf der anderen Seite denke ich mir fast, also so ein Trump, der hat halt echt so einen Status bei seinen Hardcore-Anhängern. Selbst wenn ein Video rauskommen würde, wo der irgendwie ein Kind wegballert, Ja. die würden halt sagen, es ist fake und gut ist. So. Ja, das Kind wird schon verdient haben, so. Ja, das Kind waren. War Moslem. Ja, genau. Ein schwuler Moslem im Rollstuhl. Genau. Trump hat quasi das einfach nur geheilt mit seinem Schwanz. Genau. Ja, und deswegen weiß ich gar nicht, ob das hier so viel wert ist. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Also die Meldung ist quasi, dass Putin und Trump keine Demokraten sind. Ja. Ja. Gibt's unter der Alter, Rubrik. Rubrik. Holy shit, Mann. Mein Hirn ist einfach Du langsamer brauchst als Schlaf, alles. Robin. Kauf mal 20 Euro einfach für einen ruhigen Podcast, Ja. wo Robin einfach mal eine Stunde schlafen kann. Das wäre ja großartig. Ein Schlafcast, ja. Yes. Ja, wo auch Leute immer noch schlafen zu verstehen, ist bei dem Effekt der globalen Erwärmung und inwiefern er eventuell sogar exponentiell am Steigen ist. Ja. Denn die Erde nimmt bereits doppelt so viel Hitze auf wie noch 15 Jahre ago. Doppelt so viel. Doppelt so viel Das ist viel. mittlerweile. Ist halt die Frage, ob es in den nächsten 15 Jahren, ob es dann vierfach ist oder vielleicht schon achtfach, weißt du? Und dann, eieiei. Also ich calle tatsächlich jetzt das Ende der Welt, so langsam. Also man versucht es gerade mit vielen Dingen. Man versucht es mit Fluten, Ja. mit Amokläufen, mit Krankheiten, also Covid-19 und jetzt die Erderwärmung. Also irgendwas von den Sachen wird uns auf jeden Fall Ich vernichten. glaube, ich weiß die Ursache. Armin Laschet. Ja. Das ist es. Nee, Baerbock. Ach so. Weil die damals in der Grundschule von ihrer Nachbarin abgeschrieben hat, müssen wir jetzt sterben. Toll. Asoziale. Danke, Annalena. Ja, das ist auf jeden Fall so ein richtig schöner Funfact gewesen diese Woche. Und im Zuge dessen gab es auch, also nicht per se deswegen, aber es gab eine Folge Maybrit Illner. Ja, Und kennt da war man. der Herr Hirschhausen geladen. Ah, ja, der tolle Doktor, ja. Und der hat da sehr klare Worte gesagt. Und ich finde, der hat die noch gar nicht zu klar gesagt. Und er hat sich dann entschuldigt sogar. Sorry, da muss ich jetzt mal so genau werden. Hat Scheiße gesagt und es geht mir auf den Sack. Und alleine bei dem, Eckart! ja, echt so. Aber alleine bei dem, das geht mir auf den Sack, da geht so ein Raunen, ja. Da geht so ein Raunen durch die Gäste im Studio. Alter, das ist halt. Geh kacken und halt dein Maul so. Also das ist ja wohl noch das Gelindeste, was man sagen kann, wenn gerade irgendwie die Zukunft der Menschheit bedroht ist. Du kennst Eckart nicht. Der ist immer sehr differenziert und immer so, ja, ganz vorsichtig und ich würde es mal eher so betonen und Ja, so. Und auf aber. einmal so, Scheiße! Ja. Das kann man von dir. Es ist wie wenn Hitler sagen würde, habt euch alle lieb. Weißt du, so ist das mit Eckart. Okay. Nee, aber trotzdem, es ist, also jeder müsste so reden. Ich fuck auch mich ab, so dass die Politiker halt alle so, wir müssen an dieser Situation eine gemeinsame Lösung finden, dass die nicht diese Dringlichkeit haben. Deswegen ist ja auch Trump unter anderem sehr erfolgreich gewesen, weil der halt einfach redet wie der Bauer von nebenan. Ja. Was ja aber irgendwo halt charismatisch ist. So. Wenn da jetzt einfach ein Politiker daherkommt, der kompetent ist, Gregor Gysi ist ja eigentlich immer ein gutes Beispiel. Ja, Der ja. macht das ja auch so ein bisschen. Der ist trotzdem sehr eloquent, aber der redet trotzdem irgendwie wie einer von uns, sag Dass ich mal sogar Oma so. Gerda versteht, dass halt Ausländer nicht alle scheiße sind. Ja, zum Beispiel. Und keine Ahnung, also sowas muss halt mehr in die Politik rein. Und gerade bei diesem fucking Thema muss man ganz klar sagen, auf den Tisch hauen und sagen, haltet alle eure hässliche Schnauze mit euren 3000 Jobs hier in der Kohleindustrie oder sowas. Haltet alle die Fresse. Das juckt irgendwie in 100 Jahren keinen mehr, wenn wir hier die 3000 Jobs oder 6000 Jobs erhalten haben. Das Argument schon, oh, die Arbeitsplätze. Weißt du? Also
eigentlich finde ich ja so Nazi-Vergleiche immer schwierig. Aber als die Lager aufgelöst worden sind, ja, die KZs, oh, die Arbeitsplätze, Das sind weißt auch du? die Arbeitsplätze verloren gegangen. Oh ja. Wir steigen jetzt aus der Judenvernichtung aus, 2038, und bis dahin müssen die Arbeitsplätze noch gesichert werden. Hat ja auch keiner gesagt. Es geht um fucking Katastrophe, die passiert. Ja. Und ich will jetzt überhaupt nichts relativieren. Es ist einfach alles Scheiße, was auf der Welt passiert. So. Alles. Vor Alles. allem Armin Laschet. Vor allem der. Und es ist auch kein Argument zu sagen, oh, Arbeitsplätze und oh, Geld, Wirtschaft, heul, heul. Es gibt keine Wirtschaft mehr in 100 Jahren, wenn wir so weitermachen. Dann gibt es gar nichts mehr. Da kannst du der Reichste auf dem Friedhof gewesen sein. So, oh, da hast du hier so ein Grabstein. Dr. Thomas Müller, Vorstandschef von einem DAX-Unternehmen, starb mit 6 Milliarden auf dem Konto. Cool, toll, super. Dafür hast du jetzt aber auch irgendwie noch 1000 Generationen Menschheit irgendwie in den Sand gesetzt. Ja. Ja, zu diesem Thema gibt es einen neuen großartigen Song, Arbeitstitel von mir, Bombenstimmung 2. Aber der richtige Titel ist, und ich habe den gestern Nacht nochmal angepasst, deswegen, oh Alter, das ist so gut. Oh, ich freue mich voll Als mir das drauf. aufgefallen ist, habe ich mich gefreut. Der heißt jetzt Tanzen in kleines V und dann Erbrochenem. Tanzen in Verbrochenem. Das Ja. ist wirklich großartig. Und ich werde halt das Musikvideo zu meinem Geburtstag drehen. Ja. So. Denn, beziehungsweise vor meinem Geburtstag, es wird ja eher ein Reinfeier-Event, aber wenn es irgendwie Nachmittag, früher Abend noch hell ist, würde ich da so ein kleines Video zu machen und dann wird relativ zeitnah Release sein. Und ich bin sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Also ich hatte noch ein bisschen Zweifel, aber dann habe ich gestern der viel zu talentierten musikalischen Alisa das vorgespielt und als sie dann begeistert war, dachte ich, ja, fuck off, Alter, das ist es. Oh, Das ich freue ist, mich voll drauf. Ja. Es ist halt ein richtig hartes Punk-Geschrammel, also es ist jetzt nicht, ne? Obwohl Bestimmung Es 1 war ja schon sehr so poppig und richtig, ja, aber starker Gesang von Maggie. ja, ich versuche ja jedes Genre einmal auszuprobieren, so, Ja. weißt du, jedes musikalische Genre irgendwie mal mitzunehmen. Und diesmal wird es halt so ein richtig schön schrammeliger Punkrock-Song. Ja. Geil. Brennpunkt-Song, den machen wir auch noch. Da bin ich voll Ja, überzeugt davon. doch. Spätestens zur Ausgabe 200 haben wir den fertig. Aber ich dachte, wir haben den Brennpunkt schon, Song schon. Oma hier, Oma Da, da, Oma Oma gern Gerda. Stimmt. Okay, dann nicht. Großartig. Nee, kriegen wir hin auf jeden Fall. Sweet. Ja, War das auf das jeden deine Fall. USA-Themen? Nee, das war ich Hirschhausen. Ich habe es Ach gar so, nicht ah ja, genau stimmt. erwähnt, was es. Er hat halt gesagt, hier, das ist. Er nimmt das Beispiel mit dem gekochten Ei, ist jetzt vielleicht nicht der allerglücklichste Vergleich, aber Ja, man ich als versteht schon, was er Veganer kann meint. das Argument nicht anerkennen. Nein, er sagt halt, wenn wir jetzt hier Scheiße verzapfen, können wir nicht hinterher einfach wieder das zurücknehmen und alles ist wie vorher. Also wenn du ein Ei kochst, ist es halt hart Ja. und du kannst nicht das Wasser kalt machen, dann wird das Ei wieder weich. Ja. So, das ist so sein Vergleich auf die Aber Erderwärmung es stimmt bezogen. irgendwie, ja. Es ist, ja, es ist nicht der allerpassendste Vergleich, aber es ist schon true so, dass ein Ei gekocht werden kann. Da hat er recht. Ja, hat er recht. Naja, und dann sagt er halt noch, wenn irgendwie dauerhaft 42 Grad sind, das hält den Kopf nicht aushalten. Ab einer bestimmten Temperatur kann sich der Mensch nicht anpassen, Ja. sondern stirbt halt einfach. Ja. So. Und das gilt es zu verhindern und nicht irgendwie, da können wir noch so auch sagen, ja, dann ziehen wir halt hinterher das CO2 wieder aus der Atmosphäre raus. Ist halt schwierig, ne? Nee, es kam auch gestern wieder, oder für euch vorgestern in Weimar eine Fridays for Future-Veranstaltung, Raven irgendwie für Umweltschutz und so weiter, wo sie auch nochmal gesagt haben, Leute, geht irgendwie wählen und wählt mal Parteien so, die sich für die Umwelt einsetzen, weil die ganzen Konservativen, denen ist es scheißegal, so wie die Welt morgen aussieht, Hauptsache die Wirtschaft läuft und die Autoindustrie ist am Laufen. Und das finde ich auch wichtig. Leute, geht wählen, so, es ist furchtbar, furchtbar wichtig, es ist eure Zukunft und ja, meine Stimme bringt nichts. Doch, wenn 1 Million Menschen sagen, ihre Stimme bringt nichts, dann ist auch blöd. Wurde So. nicht in Thüringen dieses ganze Kemmerich-Dilemma auch nur ausgelöst durch ganz wenige Stimmen? War es nicht so, dass die FDP gerade so Ja, irgendwie. es waren echt nur so eine Handvoll Stimmen, die Ja. gezeigt haben oder es ermöglicht haben, dass die FDP in den Landtag reinkommt. Genau. Was uns auch zum nächsten Thema führt, denn es wurde ja versprochen, dass der Landtag sich auflöst, jetzt am Ja. Montag für euch morgen. Aber es wurde jetzt abgesagt und es wird keine Landtagswahl in Thüringen geben, so schnell. Was ein Vertrauens- und Versprechensbruch ist für viele, die sich auf Neuwahlen wie ich gefreut haben. Denn es war so, ich muss kurz nachschauen, dass man halt den Landtag auflösen wollte. Man braucht aber eine gewisse Stimmenanzahl. Und
eigentlich gab es einen Pakt mit der CDU, also Rot, Rot, Grün und CDU wollten dafür stimmen und wollten halt nicht, dass die AfD entscheidet, dass der Landtag aufgelöst wird, und wollten quasi auch ohne AfD-Stimmen den Landtag auflösen können. Aber einige CDUler und auch ein paar Linke haben wohl zurückgezogen und wollten dann nicht mehr. Oder es war ihnen zu unsicher, wollten halt nicht sorgen, dass die AfD mitbestimmt und haben jetzt gesagt, nee, so schwer es uns fällt, so können wir keinen Landtag auflösen und es wird keine Wahl vorerst geben. Und es ist für mich sehr, sehr schade, weil ich antreten wollte. Ja. Ich wollte ja für Weimar als Direktkandidat antreten. Da hatte schon voll die coolen Spots in Planung, also Wahlspots und Slogans und Plakate und so weiter. Und bin extra nicht zur Bundestagswahl angetreten, die jetzt ist. Und jetzt war das alles umsonst. Na toll. Dankeschön. Danke, Merkel. Ja. Ah, Voll aua. sad. Ja, was auch sad ist. Sorry, aber ich glaube, wir haben nicht mehr. Doch, naja, Viertelstunde haben wir Ja, noch. geht noch, geht noch. Was auch sad ist, ist, dass in Kuba gerade auch wieder irgendwie alles scheiße ist. Oh nein. Weil Kuba hat irgendwie immer mal Probleme. Kuba hat jetzt so ein ähnliches Szenario, wie ich letzte Woche von Madagaskar angesprochen habe. Nicht ganz so hart, aber große, große Proteste. Denn sie verlangen Essen, sie verlangen Freiheit, sie verlangen Impfungen. Denen geht es gerade auch nicht so gut. Du mal was zu essen habt, mal spinnen die. Ja, was bilden die sich ein? Fucking Kuba, Alter. Um Freiheit. Also gerade in Kuba. Ja. Sollen sie dahin gehen, wo sie hinwollen? Aber es ist halt einfach auch faszinierend, und auch hiermit setze ich meinen Song so ein bisschen auseinander, dass jede Woche irgendein neues Land Ausschreitungen hat, irgendwelche Civil Unrest, irgendwelche Unruhen, irgendwelche Proteste. Also das ist schon auch ein globales Klima gerade, ja. Ja. Also das wird noch ganz witzig, sag ich dir. Und jede gute Gesellschaft ist halt irgendwie, keine Ahnung, fünf ausgelassene Mahlzeiten von absolutem Kollaps Ja, entfernt, weißt du? das stimmt. Ja, Kuba auf jeden Fall, auch groß, groß in den Medien. Genauso wie Brasilien, das ist nur so eine Randnotiz, weil wir den großartigen Bolsonaro, der jetzt auch, ne? Irgendwie, ich habe das hier. Leute, hier im Podcast, ihr seid immer up to date. Ich habe vor 3 Monaten oder so, habe ich hier gesagt, du erinnerst dich vielleicht, dass der brasilianische Regenwald jetzt mehr CO2 ausstößt, als er aufnimmt. Und jetzt diese Woche war das irgendwie überall auf Twitter. So 3 Monate später. Keine Ahnung, was da los ist. Aber immerhin sagt die Mehrheit der Brasilianer, dass sie gerne Bolsonaro impeachen würden. Ob das dann passiert, ist natürlich die ganz andere Frage. Ob das Aber mir auch möglich ist in Brasilien? Ich kenne ja denen ihre Regularien nicht. wie ist das eigentlich in Deutschland, wenn so ein Armin Laschet Bundeskanzler wird? Kann man da den auch impeachen, also amtsenthebung? Ja, es gibt das Vertrauensverfahren oder wie das heißt. Aber kann man das per Petition oder per Aufruhr oder so auch durch den Bürger erzwingen? Ich dachte, das geht irgendwie. Ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, wie das jetzt abläuft, aber wenn ich mich informieren könnte, wüsste ich die Quellen dazu, ob das möglich ist. Aber ich dachte, es ist auf jeden Fall möglich, dass man eine Regierung auch abwählen kann, demokratisch und friedlich, ohne jetzt Pistolen, wenn man Okay. das möchte. Yes. Ja, und das ist einfach wundervoll. Und auch zum Thema Klima habe ich ganz vergessen, dass eine Gruppe aus Juristinnen fordern, dass Ökozid und Kriegsverbrechen gleichgestellt werden. Dass man quasi auch vor den Haag ziehen kann mit Leuten, die die Umwelt langfristig so geschädigt haben, nur um Profit zu machen. Das ist die Definition. Also wer halt, wer Profit für Profit Umwelt schädigt, darf halt irgendwie als Verbrecher angeklagt werden. Und das soll halt dann so ein bisschen aufzeigen, wie wichtig es das Thema Umweltschutz eigentlich ist. Aber das wird niemals durchgehen, weil dann müssen die größten 100 Firmen alle dicht machen, wahrscheinlich. Naja, kann ja sein, aber das ist ja da auch eine gute, erstmal eine Androhung, wenn es dann durchgesetzt wird, dass man das machen darf, die Gleichstellung, dann kann es ja sein, Ja. oh fuck, wir müssen mal was dagegen tun. Da bin ich mittlerweile echt ein bisschen zynisch, ey. Das ist so wie, ach, ihr Chinesen, was ihr da mit den Uiguren macht, also da gebe ich jetzt euch mal einen richtig ernsten Blick, ja. Du, Also du, das du, du, finde ich du. nicht gut. Ich sag's nur mal. Erstmal eine Folge Winnie Pooh gucken zu Hause. Ja, also da bin ich echt so ein bisschen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe schon das Gefühl, dass auch jetzt im letzten Jahr da nochmal was umgeschwungen ist und jetzt hoffentlich auch durch die Fluten irgendwie. Wobei da wahrscheinlich viele sagen. Genau das sagen viele. Ja. Das wird.
Aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Also ich finde, das ist auch, es braucht diese Radikalität auch auf der Welt, finde ich. Ja, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist halt ein bisschen kritisch, weil ich glaube, so wirklich was reißen können wir gar nicht ohne Ökodiktatur. Und das ist halt auch, wir hätten halt vor 40 Jahren schon irgendwie was machen können, als auch BP schon intern rausgefunden haben, nee, oder Exxon, egal, dass es genauso wird, wie es jetzt gerade ist. Aber mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo es, glaube ich, nicht mehr geht, ohne richtig harte totalitäre Maßnahmen im Hinblick auf Umweltschonen so. Und Ja. das ist halt auch wieder nicht geil, eigentlich. Aber so, ja, schwierig. Es gab auch noch einen Fake-Bild zum Thema Hochwasser, also auch was zum Klima passt, dass angeblich ein Auto mit Fuck Greta-Aufkleber so auf dem Wasser Ja, die ist jetzt gefahren ist. 18, also langsam. Genau. Aber Ja. es war halt ein Fake-Bild. Ach Also, aber so. es wäre witzig, also sehr ironisch, ein Bild zu sehen mit dem Auto, mit dem Aufkleber, was halt so weggeschwemmt wird. Ja, true. Und ab August dürfen in Venedig keine Kreuzfahrtschiffe mehr fahren. Ja, ist mir auch aufgefallen. Genau, also aus Schutz für die Altstadt und auch aus Umweltgründen. Das Ja. finde ich sehr, sehr schön. Und auch aufgrund von Backlash, denn irgendwie war das auch so vor ein paar Monaten, dass dann die Bevölkerung gesagt hat, wir fühlen uns völlig verarscht, weil das nämlich schon gesagt wurde, dass das nicht mehr passiert. Und dann ist es aber doch weiterhin gemacht worden. Ja. Und jetzt wird es halt wirklich durchgesetzt. Ja. Was auch Cool. durchgesetzt wird jetzt von der Lufthansa. Und ich weiß, wir haben gesagt, wir sprechen das Thema nicht mehr an. Aber das Thema ist gerade furchtbar wichtig und es ist überall. Herr Rodes, schnell, hör weg! Es geht gerade mega viral und auch jetzt bei Imp auf seinem Kanal mit Ens und so weiter. Es gibt jetzt tausend neue mögliche Formen, jemanden zu gendern. Und die Lufthansa hat jetzt eingeführt, statt zu sagen, meine Damen und Herren, sagen Sie nur noch herzlich willkommen oder guten Tag. Und wollen quasi alle News Menschen. des Monats, Tino. News des Es Monats. seit tausend Jahren ist das so, dass Fluggesellschaften sagen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen und so weiter, Ja. das wollen sie jetzt abschaffen, die Lufthansa, und es machen jetzt ganz viele Firmen nach. Und es ist jetzt nicht die Meldung der Woche, aber Solange sie nicht meine Herrinnen und Dameninnen meine sagen, ist doch Herrinnen, alles in ja, das Ordnung. ist gut. Und andere wollen nachziehen. Dann, das Ding ist eigentlich, dass es nur ein Symptom ist, dass gerade so viel Umschwung ist zum Thema Gendern, wie noch nie zuvor in diesem Land. Und das finde ich halt sehr krass und es wird noch viele, viele Meldungen in der Richtung geben, Tino, stell dir glaube mal ich. vor, das Klima hätte uns mal falsch gegendert, wie wir das wegcanceln würden, Alter. Ja, es gibt noch andere wichtigere Themen, Probleme auf der Welt, bla bla bla. Das ist doch eine Ich finde das ja AfD-Argumentation. schön, aber also das ist ja nicht mehr was Spektakuläres. Sie sagen einfach nur herzlich willkommen. Ja, Ja. aber aus Thema, dass sie keinen diskriminieren wollen. Ne, ist doch Und schön. ich finde, das ist schon krass, weil es bisher sowas Ja, bei so aber großen weißt Firmen du, nicht gab. Tino, weißt du, was das ist, herzlich willkommen, diese Phrase, im Vergleich zu Gelogen. vorher? Nee. Sie ist entgendert. Ja. Da steckt nämlich gar kein Gender drin. Genau. Ja, also ist entgendern der Way. Nee, hat auch eine Freundin erzählt, man gendert ja irgendwie immer. Also auch wenn du das generische Maskulinum nimmst, genderst du ja auch automatisch, nur halt anders, als man es gewohnt ist. Und ich bin Das. auch fürs Entgendern. Ich finde es auch besser, wenn man einfach so oft es geht, das umgeht. Was macht jetzt Wie ein die Minenfeld, Lufthansa? da macht Konversation Spaß. Ja. Gut. Nee, eben nicht. Die Minen werden ja Ja, eben nicht. rausgenommen, weißt du? Das ist ja Engendern, die Minen rauszunehmen. Dass du nicht anfängst zu sagen, oh, ich sage jetzt mal Hörerinnen und oder ich sage jetzt Hörer X, Ns. Nein, du sagst einfach nur Hörende. Minenfeld, also Mine rausgenommen. Hörer. Egal, Oder Herr Hörer. Rodes, du kannst wieder zuhören. Ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen das nie wieder machen. Ja, aber es geht nicht. Es ist wie wenn du sagst, wir erklären jetzt ein für alle Mal, ob wir alle atmen sollten oder ob wir nicht atmen sollten. Wir tun es trotzdem und es wird sich nicht ändern. Das Gendern Scheiß ist Vergleich, mindestens aber so trotzdem. lebensnotwendig wie das Atmen. Ja, mindestens. Mindestens. Für manche Menschen schon. Das ist jetzt wieder, ich habe jetzt wieder Dinge gesagt, da kann hier deine Bekanntschaft, die du da hast, sagen, oh, was der immer sagt, oh, gut, dass du da als Gegenpol sitzt. Es wird auch Menschen geben, die das Gegenteil sagen. Die meinen, ja, Robin, so nice, eloquent und lustig. Und dann ist der andere Typ daneben, der wird es auch geben. Es gibt Team Robin und Team Tino und Team beide. Okay. Und Team gar keiner. Okay. Schön. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hast du noch was Wichtiges Ich stehen? habe noch eins, dass die EU jetzt ein Verfahren gegen Ungarn und Polen angestoßen hat, wegen ihrer homofeindlichen und transfeindlichen Politik. Na, schau Dass, mal wenn an. keine Reaktion kommt, die nächsten Wochen wollen sie vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, weil Polen und Ungarn Vertragsverletzungen begehen. Denn wer in der EU ist, muss die Menschenrechte
einhalten auf einem gewissen Level, und das tun sie halt nicht. Und Ja, das ist doch eher nur so eine Empfehlung gewesen. Also. naja, aber weiß ich nicht. Es ist ein Verfahren aufgemacht. Ich kenne jetzt auch nicht die Regularien 1 zu 1. Ich weiß nicht, ob da jetzt echt Konsequenzen daraus entstehen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn sie jetzt die Türkei schon nicht reinlassen in die EU wegen Menschenrechtsverletzungen, Ja. dass sie auch welche rausschmeißen können, wie halt Polen oder Ungarn. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach alle raus außer Deutschland. Gute Idee. Ja. Nennen uns dann EU. Nee, machen ein D davor. Dann ist DU. es DOI. Wegen Stimmt. Deutsch. Geil. Ich habe nichts mehr jetzt bei Folge 1, 2, 3. Hast du noch irgendwelche Das Sachen? stimmt. Es war Folge 1, 2, Das haben wir 3. ganz vergessen zu sagen. Nicht Ja. 123, nein. Folge 1, 2, 3. Folge 1, 2, 3, dazu fällt mir nicht so viel ein. Es gibt das E123, das ist, glaube ich, krebserregend und verboten in Cool, Deutschland, ja. der Emulgator. Und ja, Alisa ist Maggie 123 in der YouTuber-WG. Ah. Das fällt mir dazu noch ein. Oder die Sendung 1, 2 oder 3. Was ist denn das für ein Geschrei? Kenne ich nicht. Und wer das Ich meiste weiß. möchte wetten, es ist wieder irgend so ein Ja, Kika-Scheiß. Ich eine wusste es. Kika-Quizshow, Ich habe halt die ich nie geliebt Kika habe. geguckt. Kika ist irgendwie für die Streber gewesen und für die Kinderkacke. Spießer, weißt du, und Super RTL war für die Punker. Nee, für die Scheinpunker. Ich hatte noch Junior und Fox Kids. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja wirklich. Das war sehr anarchistisch. Oder Nee, Nickelodeon. das ist für die Millionärskinder. Ich sagte, Nickelodeon ist eigentlich für die Punks. Also so Super RTL war ja eher so Disney, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, also es gab auf jeden Fall auf Nickelodeon ganz schön abgefuckten Scheiß teilweise. Das auf jeden Fall. Und Disney und Super RTL war halt immer so, ja, irgendwie so scheinfrech, irgendwie so ein bisschen so für Kinder, für freche Kinder gemacht. Kika war halt für kleinere Kinder und sehr politisch korrekt. Und Nickelodeon war immer so, finde ich, im Vergleich relativ anarchistisch. Kennst du noch irgendwie Roccos verrückte Welt oder so? Rockos modernes Oder modernes Leben, Leben, irgend sowas? manchmal voll daneben. Das war Ja. teilweise auch sehr abgefuckt, wenn ich das Zwar gerade auch nicht nicht für Kinder, verwechsel. glaube ich, oder? War das nicht auch eher so für Kann sein, Erwachsene ja. oder für Jugendliche zumindest? Ja. Jetzt kriege ich hier sogar schon eine Träne im Auge, Weil Alter. du weinst, weil die Folge gleich zu Ja, Ende auf ist. jeden Fall. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier alle aus der Sendung entlassen muss, aber was geht man denn der Woche, Tino? Also ich finde das Hochwasser, das ist eine Riesenmeldung. Ich finde, Muss es aber auch ist so krass. sehen. Es ist halt nur Westdeutschland, ne? Ja, und nur Rheinland-Pfalz. Ja. Drecks-Wessis. Ja. Naja, also ich wäre schon bei einer 8 mindestens gewesen. Ja, ist Auch schon gerne früh. höher. Nee, ja. Also Also sonst war 8,5 es ein oder bisschen so. mager, muss ich sagen. Na gut, die EM, ja, gab es ein, zwei virale Videos, so, haha. Meine Kandidatur für die Landtagswahl ist obsolet. Ja, aber guck mal, Stefanie Hertel, hallo. Stefanie Hertel vergreift sich im Ton und begeht Meisterbeleidigung und Nein. Leichenflatterei. Das ist für mich mindestens eine 12. Von mir aus machen wir die 8, aber höher Ja? würde ich nicht unbedingt, weil es war 8,1. wirklich darüber hinaus, war es halt wirklich eher mager, Okay, muss man dann eine sagen. 8. Aber ja, ich meine, es sind ja auch Leute dabei gestorben, ja, also komm, Ja. 8, 8, 1. Bis jetzt nur 100 irgendwie, aber es werden noch Tausende vermisst. Also es kann noch einiges Ja. passieren. Es ist schon echt hart. Also, wenn die Leute auch wirklich wie dieser eine Typ da mit dem. Alter, das ist halt auch so dumm, Mann. Also, alleine da durchgehen ohne was, das probieren, okay. Aber mit diesem fucking Roller, ja, das ist doch richtig albern. Ja. Vielen Dank fürs Hören. Das war Folge 1, 2, 3. Ihr könnt auch noch Hörerwünsche kaufen für Ja. 20 Euro bei PayPal. Es sind noch zwei offen. Einmal Wunschthemen, was geil ist, und Bayern, was scheiße ist. Ja, und ich habe noch eine Information, die euch eventuell interessieren könnte, die ihr diesen Kanal schon sehr, sehr viele Jahre verfolgt. Denn ich plane schon zum Sonntag. Stimmt, Alter, wie machen wir einen Brennpunkt dann? Müssen wir Brennpunkt noch vor meinem Geburtstag. Egal, zum Sonntag, wenn dann hier so ein paar Leute sind, mal wieder ein Nostera-Feedback aufzunehmen, Alter. Sweet. Das ist viele Jahre her, dass das mal kam. Aber das hat ja nach wie vor Platz auf diesem Kanal, ja. Ja, das auf jeden Fall zum groben Plan. Ansonsten, liebe Leute, schön, dass es euch gibt. Schön, Schön, dass es uns gibt. dass es uns gibt. Das ist auf jeden Fall sehr viel schöner als bei euch. Ja, Ja. keine Frage. Denn wenn es mich nicht gäbe, könnte ich euch nicht so enjoyen, liebe Zuschauer. Ra.
wenn es mich nicht gäbe, gäbe es euch nicht. Meine Meinung. Ist so. Ja. Nee, war auf jeden Fall eine schöne Folge. 1, 2, 3, 1, 2, 4 folgt auf dem Fuße. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist, ja. Also nächsten Samstag werde ich halt dann feiern. So. Können wir auf Freitag aufnehmen. Ja. Also theoretisch wird das schon mittags rum noch gehen. Ja, aber vielleicht sind da auch schon Leute da oder Vorbereitungen oder keine Ahnung. Also stellt euch vielleicht vorsichtig darauf ein, dass es eventuell, ja, keinen Brennpunkt gibt oder am Freitag aufgenommenen. Ja. Das kann schon sein. Aber dafür gibt es ja dann wahrscheinlich noch ein Nostalgie Feedback. Schön. Sweet. Da freuen wir uns doch alle drauf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich höre so Musik im Hintergrund. Das ist aber ein wohltuender Klang. Ja. Oh, geil. Oh, danke, Leute. Oh, es ist laut. Oh, das tut weh. Wirst du jetzt wach? Jetzt werde ich wach.